was Vorarlberg bewegt. Vorarlberg Live. Herzlich willkommen zu Vorarlberg Live, die Nachrichten der Woche an diesem Freitag, dem 12. Juli. In weniger als einer Woche werden die Bregenzer Festspiele eröffnet. Für Intendantin Elisabeth Sobotka wird es die letzte Saison am Bodensee sein. Sie gibt da im September das Zepter ab und übernimmt das Amt der Operndirektion an der Berliner Staatsoper. Mit ihr spreche ich jetzt über ihre letzte Saison in Bregenz, die Premiere von Der Freischütz auf dem See und warum sie Vorarlberg nie vergessen wird. Für Ihre letzte Seeproduktion haben Sie sich für den Freischütz entschieden. Warum gerade diese Oper? Das war eigentlich von Anfang an der Wunsch von Philipp Stölzl. Ich erinnere mich noch, wie wir das allererste Gespräch am See hatten mit Blick auf die damalige Produktion. Hat er gesagt, hier müsste man mal Freischütz machen. Ich war ein bisschen skeptisch, weil Freischütz ist ja ein Singspiel mit sehr viel Text. Und da habe ich gesagt, weiß nicht. Und irgendwie in unseren Gesprächen kamen wir dann auf Rigoletto. Aber während wir Rigoletto vorbereitet haben, ist dann der Freischütz schon immer noch zwischen uns geschwebt. Und jetzt, so kam es dann jetzt zu dem Freischütz in diesem Sommer. Aber der Text an sich wird auch ein wenig übersetzt werden quasi. Philipp Stölzl hat gemeinsam mit Jan Dvorak wirklich einen neuen Text geschrieben. Also das ist auch diese Problematik, dass der Text ein bisschen, würde ich sagen, altmodisch oder antiquiert wirkt, dann hat er reagiert darauf und hat einen neuen Text entwickelt und entwickelt ihn gleichzeitig jetzt auch gerade noch während der Proben mit den Sängerinnen und Sängern weiter. Welche anderen neuen innovativen Elemente oder Interpretationen können wir denn noch erwarten? Haben Sie dem Freischütz auch eine persönliche Note gegeben? Die gibt Philipp, die persönliche Note. Eine große Änderung haben wir als Festspiel ein bisschen mitgeprägt. Wir haben ja eine große Sanierung hinter uns und die Seebühne, das heißt der Bühnenkern im See, wurde komplett erneuert. Und das war eine riesengroße Baustelle. Und meine ganz besondere Sorge war auch, dass die Zeit knapp wird. Butterfly abreißen, eine Seebühne bauen und das Bühnenbild aufbauen. Und Philipp Stölzl hat das umgewandelt in eine Challenge, wie er sagen würde, und hat gesagt, jetzt kann ich endlich das Bühnenbild ganz nach vorne an die Tribüne holen und kann ein Becken bauen und das mit Wasser füllen. Weil wenn Sie auf der Seebühne arbeiten, müssen Sie immer bedenken, dass der Wasserstand unglaublich flexibel ist. Der ändert sich bis zu 2 Meter. Und was jetzt, sagen der Wasserstand so hoch ist, war die letzten 2 Jahre viel, viel niedriger. Also anders kann man sich nicht wirklich orientieren und vor allen Dingen kann man nicht eine gesamte Produktion an das Wasser hin inszenieren. Das war der große Wunsch von Philipp Stölzl und das ist damit sozusagen in Erfüllung gegangen, dass wir jetzt wirklich ganz vorne an der Tribüne ein riesengroßes Wasserbecken haben, in dem das Dorf, in dem Freischütz spielt, aufgebaut ist. Da hat der Philipp Stölzl ja auch gesagt, im Sumpf warten schreckliche Dinge. Also es gibt ja diesen See in See, diesen Sumpf im Freischütz. Ja. Was können Sie uns denn dazu verraten? Die wichtigste Szene oder überhaupt eine der ikonischsten Szenen der Opernliteratur ist die Wolfsschlucht. Das ist der Moment, wo es Kaspar gelingt, Max mit in die Wolfsschlucht zu bringen und beide gießen dann gemeinsam die Freikugeln. Die Freikugeln sind Kugeln, die mit der Hilfe des Teufels, der eine sehr, sehr zentrale Rolle in unserer Produktion spielt, geleitet werden. Und das muss natürlich eine sehr unheimliche Atmosphäre haben. Hat schon bei Weber, also bei dem Komponisten von Freischütz, das ist eine unglaublich dramatische Szene konzipiert, die auch weit, weit in die Moderne reicht, weil da hört auch da sozusagen die Musik auf. Es ist wirklich wie ein Seelendrama. Und da spielt die Inszenierung alle Stückeln. Also, dass sie raucht, es gibt Geysire, es gibt Nebel, es gibt Blitze, es gibt Feuer. Man kann sich gar nicht vorstellen, also wirklich alles, was man sich so an, sag jetzt, Höllenfantasien vorstellen kann, findet da statt. Die Bühne ist auch spektakulär, der Aufbau. Man sieht ja schon hin und man hat ja die ersten Bilder jetzt auch schon gesehen. Wie
ambitioniert hatten Sie denn wahr hier, Philipp Stölz, tatsächlich mit diesen Aufgaben des Umbaus und dann des Aufbaus dieses großen neuen Bühnenbilds? Das war wirklich auch für unsere Mannschaft wahnsinnig ambitioniert und ich bin unglaublich froh und auch stolz, dass das geklappt hat, weil das natürlich, man muss sich vorstellen, es sind zwei Baustellen parallel. Der Aufbau des Bühnenbilds am See ist ja auch wie eine Baustelle und direkt dahinter ist eben dieser große Betonkern eingelassen worden in den Seeboden und da war eine sehr, sehr gute Abstimmung und so wie ich gesagt habe, die Fantasie von Philipp Stölzl ist auch dadurch angeregt worden und hat uns alle zu Höchstleistungen gebracht. Wenn Sie sich die Häuser des Dorfs im Detail anschauen, wie wahnsinnig schön die gearbeitet sind, die Dachschindeln, wie schön das Ganze kaschiert ist, die Eisschollen. Es ist ja eine Winterlandschaft und wir haben Eisschollen in dem Tümpel und die sind gemalt. Und das ist alles mit so wahnsinnig viel Handwerk und auch Genauigkeit und wirklich Qualitätsbewusstsein gemacht, dass man es eben auch aus der Nähe sehr, sehr gut wahrnehmen kann. Gab es Momente, in denen Sie gezittert haben, ob sich das alles ausgehen wird? Immer wieder. Es gab einen großen Moment im Winter, wo der See so hoch war, dass die Baustelle, kurz war die Frage, kann die Baustelle, also jetzt die Baustelle der Seebühne, kann die weiter gearbeitet werden oder muss sie eingestellt werden, weil dann das Hochwasser gedroht hat. Das ging sich aber alles wirklich haarscharf aus. Aber es ist wirklich witzig. Die letzten Jahre war viel, viel weniger Wasser. Und jetzt plötzlich in diesem Jahr ist wieder ein Höchststand. Okay. Sie haben ja für das Festspielhaus, wenn wir kurz nach innen blicken, haben Sie Rossinis Tancredi ausgewählt. Was hat Sie denn zu dieser Auswahl inspiriert und was kann sich denn das Publikum davon erwarten? Es ist eine der allerersten Opern von Rossini, diesem wirklich wunderbaren Opernkomponisten, der aber mehr bekannt ist für Heiteres im deutschsprachigen Raum, der aber ganz viele große Operndramen auch geschrieben hat. Das ist eines seiner ersten. Und da ist schon die ganze Qualität und die Frische vorhanden. Die Geschichte ist wie in italienischer Oper manchmal ein bisschen, kann man jetzt sagen, an den Haaren herbeigezogen oder nicht mehr so wirklich relevant für heute. Und bevor ich dieses Stück dann wirklich auf den Plan gesetzt habe, habe ich den Regisseur Jan-Philipp Gloger gefragt. Ich wollte sehr gerne mit ihm zusammenarbeiten und wollte auch wahnsinnig gerne die beiden Sängerinnen wieder nach Bregenz holen, die beiden Hauptrollen singen. Und er hat gesagt, das muss ich mir anschauen. Und er hat eine ganz, ganz tolle Geschichte daraus entwickelt. Und das ist das Schöne, nicht draufgesetzt, sondern wirklich aus den bestehenden Elementen entwickelt. Und die beiden Sängerinnen, Anna Goriatschowa als Tancredi und Melissa Petit, sind ein Liebespaar, auch als Frauen in diesem Stück. Im Original ist Tancredi eine Hosenrolle, also eine Frau, die einen Mann singt und sich auch verkleidet. Und hier ist sie auch verkleidet, aber genau andersrum. Eine sehr strikte, konservative, katholische Gesellschaft in, sagen wir, Mittelamerika, Südamerika. Es sind Bandenkriege, zwei rivalisierenden Banden, man könnte an einen Drogenkrieg denken, verbünden sich gegen einen dritten Feind und in dieser Brutalität geht die Liebesgeschichte, muss scheitern und also es gibt keine Chance und Tancredi geht in den Tod. Mhm. Wie sehr war denn Ihre Zurückhaltung diesem Stück gegenüber? Weil man hört ein bisschen raus, dass Sie sich zu Beginn nicht ganz sicher waren. Musikalisch war ich mir ganz sicher. Ich war mir noch nicht ganz sicher, ob man es heute noch wirklich mit Relevanz für heute zeigen kann. Weil ich glaube, was Oper ausmacht, ist, dass Oper Emotionen in uns aufruft, uns mit Situationen konfrontiert, die mit uns persönlich zu tun haben.
Wenn aber die Geschichte einen ein bisschen mit einem Fragezeichen zurücklässt, ob die mit mir heute noch was zu tun hat, dann ist es natürlich viel schwieriger, dass man da einen direkten Zugang dazu findet. Und Jan-Philipp Kloger inszeniert das wirklich wie einen Thriller. Und dadurch kommt das dann zusammen und bekommt wirklich eine Dringlichkeit für heute. Sie haben gerade beschrieben, was eine Oper macht, was eine Oper leistet für die Zuseherinnen und Zuseher. Im Südwestrundfunk, im SWR, wurden Sie als Operntier mit Haut und Haaren bezeichnet. Wie wurden Sie denn zu einem solchen Tier? Was fasziniert Sie an der Oper? Genau der Moment, wo man zwar weiß, dass das jetzt gespielt wird für einen, fürs Publikum, und man trotzdem nichts machen kann gegen seine Betroffenheit, gegen seine Emotionalität, gegen das Verständnis, gegen ja, den Glauben, dass das echt ist, den Glauben, dass einen das wirklich betrifft. Es ist natürlich eine Vereinbarung, die man trifft, sozusagen ich gehe ins Theater und lasse mich darauf ein. Aber wenn dieser Moment funktioniert, auch im Moment, das ist ja dieses unglaubliche Live-Erlebnis, dass wir uns mit der Geschichte einer anderen Person so verbinden können, wenn das ankommt in der Seele, im Herzen, dann verändert es einen. Im Moment oder auch vielleicht auch länger. Es bringt andere Gefühle, es bringt ein Verständnis für die eigenen Gefühle, es kann ein Verständnis für Situationen bringen, es bringt einem total in Kontakt mit sich und der Gesellschaft. Was kann man sich denn diesen Sommer sonst noch erwarten oder in Ihrer Zeit jetzt noch bei den Bregenzer Festspielen? Wir haben ein sehr, sehr üppiges Programm wieder. Was mich sehr freut, ist, dass noch einmal Brigitte Fassbender kommt und das Opernstudio leitet und auch inszeniert. Das ist ein Stück von Rossini und eine der gelungensten heiteren Opern, die es überhaupt gibt, Gianni Schicchi von Giacomo Puccini. Wir haben 2 Uraufführungen mit der Werkstattbühne, auf der Werkstattbühne, und da freue ich mich ganz besonders, dass David Pountney wiederkommt und für das Opernatelier den Text geschrieben hat und auch inszenieren wird. Wir haben großartige Konzerte mit den Wiener Symphonikern. Das Vorarlberger Symphonieorchester spielt ein Konzert und spielt das Opernstudio. Wir haben kleinere Projekte mit Musik und Poesie, die immer ein bisschen auf das Programm hinweisen. Unter anderem liest Sarah Victoria Flick die Gespenstergeschichte. Das ist sozusagen die literarische Vorlage für Freischütz. Und so haben wir ein unglaublich umfassendes und auch, wir sagen, im Untergrund zusammengehörendes Programm entwickelt. Wie läuft denn der Vorverkauf? Wie blicken Sie denn, wenn man auf diesen Aspekt blickt, auf den Festspielsommer? Unglaublich gut. Also muss ich jetzt auch sagen, wir sind im Juli komplett ausverkauft eigentlich. Im August gibt es noch Karten. Es gibt für alle Veranstaltungen noch Karten. Aber gerade, dass Freischütz so toll im Verkauf funktioniert, freut mich unglaublich. Wenn Sie nun ein wenig zurückdenken, das wird jetzt kein Abschiedsinterview an sich, aber was war denn ein prägender Moment in Bregenz, an den Sie sich gerne zurückerinnern? Den Moment gibt es öfter. Das ist der Moment, wenn kurz vor der Vorstellung am See das Publikum sitzt, es ist schon die letzte Ansage gelaufen, man spürt, es beginnt demnächst, und dann gibt es so einen ganz besonderen Moment, wenn das ganze Publikum still wird, sich konzentriert, so als würden fast 7000 Menschen einatmen und auf das warten, was kommt. Und diese Kraft zu spüren, ist unglaublich. Wie war es denn für Sie? Ist es vom ersten Festspielsommer oder vom zweiten Festspielsommer, wenn auf der Seebühne nun ein Stück aufgeführt wird, erst aufgeführt wird oder die zweite Saison, macht es da einen Unterschied? Natürlich. Also speziell auch in der Vorbereitung. Und im zweiten Jahr wissen wir ungefähr, auf was wir uns einlassen. Gerade jetzt zum Beispiel, wir sind mitten in den Endproben, machen ab morgen die ersten Durchläufe. Und da ist die Spannung, können sich die Ideen, die sich in den letzten Jahren sozusagen entwickelt haben, können sich die in die Realität umsetzen? Funktioniert es?
Sind alle Sänger fit? Ja, wie kommt alles zusammen? Das ist nochmal aufregender in einem ersten Jahr. Für Sie endet dann ja bald die Zeit bei den Bregenzer Festspielen, aber welche langfristigen Pläne, Visionen hätten Sie denn noch für die Bregenzer Festspiele, auch wenn Sie dann auch nur mehr Zuseherin sind? Da halte ich es mit unserem Präsidenten Hans-Peter Metzler, er wurde vor kurzem gefragt und er hat gesagt, es sind weniger die Revolutionen als die Evolutionen, die für ihn, für die Festspiele so wichtig sind. Und das sehe ich genauso. Das Einzigartige für mich an den Bregenzer Festspielen ist, dass sich dieses unglaubliche Spektakel, und ich meine jetzt nicht nur den See, sondern insgesamt, die gesamten Festspiele, die ja eine unglaubliche Vielfalt bieten, dass sich das aus der Idee entwickelt hat von ein paar Bürgern hier in Bregenz, die gesagt haben, wir brauchen nach dem Krieg wieder Oper, wir brauchen wieder Kultur, wir brauchen wieder Konzert. Es gab keinen Konzertsaal, es gab kein Theater, also verrückter geht es kaum, wir machen es am See. Und aus dieser wirklich kreativ in die Zukunft blickenden Idee haben sich die Festspiele entwickelt. Und ich glaube, das ist so wie die DNA. Und so wird sich das immer weiterentwickelt. Es kam die Werkstattbühne dazu. Wir haben jetzt wieder das Schauspiel dazu geholt. Wir haben in den letzten 10 Jahren 2 neue Formate gehabt. Das ist das Opernstudio und das Opernatelier. Wir haben vor 2 Jahren die Orchesterakademie gegründet, die jetzt heuer im Sommer auch wieder stattfindet. Also so, glaube ich, kann man gar nicht so klar sagen, das ist meine Vision, sondern es ist wirklich eine Entwicklung, die aus der inneren Kraft der Festspiele entsteht. Für diese Evolution braucht es ja dann auch eine gewisse finanzielle Basis. Ist die gegeben? Es wird ja immer diskutiert, wie die Bundesförderungen aufgeteilt sind, auch natürlich immer mit Blick nach Salzburg ein wenig. Wie steht es hier bei den Bregenzer Festspielen? Also wir haben im Moment das Glück, dass wir wirklich 12 sehr, sehr erfolgreiche Jahre, künstlerisch erfolgreiche Jahre hinter uns haben. Wir hatten auch das Glück, dass Corona staatlich gefördert wurde. Sonst hätte es ganz anders ausschauen. Also die staatlichen Subventionen sind für uns sehr, sehr wichtig. Aber wir haben natürlich im Verhältnis jetzt zu den Bundestheatern in Wien eine ganz andere Förderquote. Wir liegen ungefähr bei 75% Eigenfinanzierung und dafür brauchen wir den See. Der See kann Geld einspielen, dass wir sozusagen investieren können in die Weiterentwicklung oder in den Bestand der Festspiele. Und da stehen wir im Moment wirklich sehr gut da. Was sind denn persönliche Lektionen, die Sie von Bregenz dann nach Berlin mitnehmen werden? Also Freunde, Freundschaften, Teamgeist bei den Festspielen. Also die Zusammenarbeit war unglaublich inspirierend, partnerschaftlich und wirklich einmalig professionell und produktiv. Das Kennenlernen des Bregenzer Wald nehme ich für mich mit vielen wunderbaren Orten. Und was interessant ist, was wir vorher gesagt haben von den Subventionen, es gibt bei den Festspielen nichts, was eh da ist. Was anders ist bei einem festen Theater. Da gibt es ein Orchester, da gibt es ein Ensemble, da gibt es Techniker. Bei den Festspielen gibt es ungefähr 90 festangestellte Mitarbeiter und im Sommer sind wir über 1000. Und diese Balance und was das ausmacht und wie eingesetzt wird, das habe ich wirklich hier auch nochmal von einem anderen Aspekt betrachten gelernt. Also Kreativität auf einem ganz anderen Level, also auf dem und auch, organisatorischen. Und anders, genau, organisatorisch anders bewertet. Also wirklich von Grund auf, vom ersten Scheinwerfer an bis zum letzten Sänger die gesamte sozusagen Bewertung durchgeführt. Wie werden sich denn Ihre Rollen, also Ihre jetzige als Festspielintendantin und dann Ihre Rolle bei der Staatsoper unter den Linden, wie werden die sich denn unterscheiden? Ich habe eine größere Verantwortung für mehr Mitarbeiter
Und der größte Unterschied, und das ist auch mit ein Grund, warum ich es noch einmal wollte, ist der tägliche Betrieb. Das ist wirklich das Einzige, was mir hier nach 10 Jahren gefehlt hat, ist wirklich der tägliche Umgang mit Sängern, Orchester, mit dem Opernbetrieb. Das ist hier nur im Sommer, da kann man sich wirklich gut vorbereiten und kann auch die Projekte viel enger begleiten. Das ist ein unglaublicher Vorteil und das habe ich sehr genossen. Aber jetzt freue ich mich auch wieder auf das tagtägliche Umgehen mit Oper. Sie haben ja auch schon an dem Programm in Berlin gearbeitet. Vielleicht als abschließende Frage, gibt es da irgendwelche Parallelen zu Bregenz? Parallelen weiß ich nicht. Es gibt natürlich Mitwirkende da und dort. Fallen mir jetzt aufs erste zwei ein. Das ist Mariam Clement, macht eine Premiere, macht Romeo und Juliette. Sie hat in Bregenz Don Quichotte gemacht. Johannes Ehrert macht Femme de Partie in Berlin. Und Philipp Stölzl hat schon einige Produktionen in Berlin gemacht. Und sehr bald, nachdem ich angefangen habe, bringen wir seine Touren dort wieder in Berlin auf den Spielplan. Dann alles Gute für den Festspielsommer und dann auch für die Zeit in Berlin. Elisabeth Sobotka, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Das Gespräch mit Elisabeth Sobotka wurde aus Termingründen aufgezeichnet und jetzt die Geschichten, die die Vorarlberger diese Woche am meisten interessiert haben in den V-Plus-Charts. Wolfgang Ritter aus Schlins erhielt den Sicherheitspreis des Kompetenzzentrums Sicheres Österreich für sein couragiertes Eingreifen am 1. Mai des Vorjahres. Ritter stoppte zwei aggressive junge Männer, die einen Polizisten und einen Lokführer in einem Regionalzug brutal angriffen. Trotz eigener Gefährdung schaffte es Ritter, die Situation zu entschärfen und Schlimmeres zu verhindern. Andrea Mehr wurde mit dem Sicherheitspreis des Kompetenzzentrums Sicheres Österreich ausgezeichnet. Am 23. Januar verhinderte sie in Dornbirn eine schwere Körperverletzung, als sie einen Mann davon abhielt, eine Frau brutal zu schlagen. Trotz des tatenlosen Zusehens anderer Passanten zeigte Mehr große Zivilcourage. Sie betont die Bedeutung von Solidarität und den Kampf gegen Gewalt an Frauen. Auf der Strecke von der Niedere zur Kobel- und Sattelalpe gibt es Konflikte zwischen Autos, Mountainbikern und Wanderern. Trotz Fahrverbot fuhren viele Autofahrer die Strecke, was zu gefährlichen Situationen führte. Vorschläge zur Entschärfung umfassen einen Wanderbus und bessere Parkplatzmarkierungen. Stadtrat und Vizebürgermeister betonen die Wichtigkeit gegenseitiger Rücksichtnahme und erkennen den Handlungsbedarf. ÖVP-Klubobmann Roland Frühstück verlässt im Herbst den Landtag nach 15 Jahren. Er blickt auf seine politische Laufbahn zurück, die durch Kompromisse und schwierige Entscheidungen geprägt war. Frühstück erinnert sich an seine kurzfristige Ernennung und bedauert, nicht immer klarer Stellung bezogen zu haben. Ein Alkoholvorfall 2012 verhinderte, dass er Landesrat wurde. In Lustenau versuchte ein rumänischer Autotransporteur, einen luxuriösen Mercedes G63 AMG im Wert von mindestens 200.000 Euro illegal einzuführen. Der Fahrer missachtete eine Anhalteanweisung und flüchtete, woraufhin ihn Zollbeamte nach einer 2 Kilometer langen Verfolgungsjagd stoppten. Der beschlagnahmte Wagen wies keine Zolldokumente auf. Finanzminister Magnus Brunner lobte den Einsatz der Beamten und finanzstrafrechtliche Ermittlungen wurden eingeleitet. So, die Festspieleröffnung steht kurz bevor. Und wir fragen jetzt, ja, wie gefällt Ihnen eigentlich die Festspielbühne und vor allem ganz oft Festspiele? Ja gut, wie gefällt Ihnen das Bühnenbild von der diesjährigen Festspiele? Ja, das Bühnenbild bei den Brezer Festspielen ist wie immer, seit Günter Romberg die Festspiele damals übernommen hat, spektakulär. Und zwar nicht nur während der Festspielzeit, sondern auch wird immer wieder besucht von den Touristen über den nicht bespielten Zeitraum. Ja, und natürlich können Sie die Festspiele anschauen. Ich habe es eigentlich geplant, dass ich sie anschaue, aber ich weiß nicht, ob in diesem Jahr oder nächstes Jahr. Ja? Aber Sie schauen eigentlich jede Festspiele an, oder? Fast, fast. Wie gefällt Ihnen das Bühnenbild? Ja, schöner wie letztes Jahr.
nicht so schön wie der Rigoletto. Aber sehr cool, ich war bei der Bühnenpräsentation, es wird sehr spannend, ich freue mich. Also gehen Sie auch zu Festspiele? Natürlich. So wie jedes Jahr? Ja. Yep. Wie gefällt Ihnen das Bühnenbild? Oh gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und gehen Sie auf die Festspiele dieses Jahr? Ja. Ich bin ja dabei. Ich bin also auf der spielen? Bühne. Ich bin wieder auf der Bühne, ja. Oh, sehr cool. Und schon öfter dabei gewesen oder nur dieses Jahr? Nein, seit 2010. Immer dabei? Immer dabei. Ja, voll cool. Wie gefällt dir das diesjährige Festspielbühnenbild? Ich muss sagen, viel besser als wie die letzten Jahre, weil es ist viel, viel interessanter, finde ich. Viel mehr Deko, viel mehr Side-Informationen. Also überall, wo man hinschaut, ist irgendwas Neues zu sehen und finde ich irgendwie voll, voll interessant. Ja, kannst du dir die Festspiele anschauen? Natürlich. Ja, echt? Ja, sicher. Das ist cool, das ist natürlich nicht so likely bei jungen Menschen. Nein, also ich finde es schon interessant, eine Oper mal am See zu sehen und vor allem der Freischütz ist ein interessantes Stück, also würde ich jedem empfehlen. Ja, wie gefällt Ihnen das diesjährige Bühnenbild der Festspiele? Sehr schön, gefällt uns sehr schön. Wir bedauern, dass wir nicht die Aufführung sehen können. Ja, das ist noch ein bisschen von der Probe mitgekriegt, ja, herrlich. Ja, das war von den Proben wirklich wunderschön, also ganz außergewöhnlich toll. Also sind Sie gar nicht wegen der Festspiele hier? Eigentlich nein. Nicht, nein. Nein? Nein, mein Mann hatte Geburtstag, deswegen. Wie gefällt dir das Bühnenbild? Aber sehr beeindruckend. Also ich habe sowas auch noch nie, war noch nie da, war super beeindruckend. Also ich kenne es aus Filmen natürlich irgendwie, aus James Bond kennt man es natürlich, aber es war wirklich sehr beeindruckend. Ja cool, und Sie sind extra wegen den Festspielen hier? Nein, tatsächlich sind wir da, weil wir nach Zürich fahren heute zum Taylor Swift Konzert. Ah ja, das ist natürlich auch super. Cool. Ja, waren Sie schon öfter da? Haben Sie schon mal eine Festspiele bei uns gesehen übrigens? Nein, haben wir noch nicht gesehen, aber wir haben es jetzt dadurch, dass wir jetzt hier waren, auf jeden Fall vor, dass wir das demnächst auf jeden Fall mal machen. Also jetzt wird das ja jetzt ein bisschen spät, aber die nächsten Jahre werden wir es uns auf jeden Fall vornehmen. Wie gefällt euch das Festspielbühnenbild dieses Jahr? Traumhaft, wirklich wunderschön. Wir sind ja extra deswegen hergekommen für die Eröffnung auch am Mittwoch und wir sind schon sehr gespannt. Wir sind auch das erste Mal in Bregenz. Also das Bühnenbild schaut etwas anders aus, als ich es mir eigentlich vorgestellt habe, aber es schaut wirklich gut aus und ich kann den Leuten da draußen wirklich nur empfehlen, hier vorbeizukommen. Bregenz ist wirklich wunderschön und ich freue mich eigentlich wirklich auf die Festspiele. Und das war es schon wieder mit Vorarlberg Live. Im Anschluss noch das VN-Sommergespräch mit Landeshauptmann Markus Wallner. Ich hoffe, wir dürfen Sie kommende Woche wieder um 17 Uhr begrüßen. Bis dahin einen schönen Abend und machen Sie es gut. Guten Tag und willkommen beim Wetter. Am Samstag wird es unbeständig und frisch, der Regen klingt am Vormittag ab und danach wechseln sich Sonne und dichte Wolken mit kurzen Schauern ab, die Temperaturen erreichen bis zu 21 Grad. Am Sonntag wird das Wetter deutlich besser, morgens ist es noch etwas bewölkt, im Tagesverlauf scheint die Sonne dann aber immer häufiger und die Temperaturen steigen auf bis zu 26 Grad. Am Montag erwartet uns sonniges und sommerlich warmes Wetter mit Temperaturen bis 29 Grad. Im Laufe des Tages sind aber einzelne Regenschauer und Gewitter möglich.